Ja, es geht los. Ich grüße euch. Hier ist Jan, den kleinen Kanal Travelance, und es wird nach Wien gehen. Bin am Flughafen Frankfurt am Main und schon ist Boarding Time. Ich hatte bereits online eingecheckt und dank Smartway Pass, Frankfurter Flughafen und neuen Röntgenmaschinen war ich in kaum 2 Minuten durch die Sicherheitskontrolle. Super! Das größte Glück, ich hatte eine 3er-Reihe für mich allein. So, der Flug von Frankfurt nach Wien dauert nur eine knappe Stunde. So gibt es ja auch nicht viel Bespaßung. Man kriegt Wasser, Schokolade und alles andere kann man sich kostenpflichtig bestellen. Trotzdem, im Gegensatz zum Zirkus mit der Deutschen Bahn, ich meine, es kostet nicht wirklich viel mehr und es geht wirklich reibungslos und flott. Und im Video sind wir schon wieder im Anflug. Nun auf Wien und werden gleich landen. Wir schauen aus dem Fenster und voll super Flug.
Nach dem Aussteigen grüßt uns auch gleich ein passender Wegweiser. Da wir nur mit Handgepäck unterwegs sind, sind wir in wenigen Minuten auf dem Bahnsteig des ÖBB und nehmen die S7, was sie hier S-Bahn nennen. In einer neuen modernen S-Bahn geht es für weniger als 5 Euro direkt ins Herz von Wien. Es gibt Steckdosen, Klapptische und Leselichter. Meine Station ist der Handelskai. Ich muss sagen, der ist total okay. Ich mache einen kleinen Rundgang durch mein Apartment. Es gibt alles Nötige, wer es braucht, ein Fernseher, eine gut ausgestattete Küche. Ist hier noch Licht? Die Wohnung ist ein klein wenig überheizt, so dass ich erstmal lüfte. Es gibt ein richtiges Bad. Alles ist recht einfach gehalten, aber sauber und zweckmäßig. Wir fahren nochmal zurück 2 Stationen zum Praterstern, um im Billa-Paradies, was ich euch am Wochenende ersparen möchte, ein wenig einzukaufen. Um darauf gleich im benachbarten Prater den nächsten Rundgang zu starten. Ich lasse euch allein mit diesen Eindrücken. I just wanna dance.
could turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna dance till my heart goes out like that. Ja, wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind noch nicht alle Fahrgeschäfte offen. Im Sommer bei höheren Temperaturen, am Wochenende ist hier mit Sicherheit viel, viel mehr los. Wir werfen jetzt zum Schluss nochmal einen Blick auf die Riesenräder, bevor wir wieder zur Wohnung fahren und den Tag ausklingen lassen. Ja, mein Citytrip ging von Samstag auf einen Dienstag. So könnt ihr im nächsten Teil, Teil 2, meinen sonntäglichen Stadtrundgang mitverfolgen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bleibt dran, schaltet wieder ein. Bis dann! Thank you for watching.